Klar im Fokus heute die Inflationsdaten aus den USA. Plus 7,0%. Wie erwartet. Hätte schlimmer kommen können, sagen da viele und haben gekauft. Oder die Aktienmärkte sind heute in den USA freundlich gestimmt. Vor allem der Nasdaq ist stark. Warum ist der Nasdaq stark? Weil, wie fast jedes Mal, wenn die Verbraucherpreisdaten veröffentlicht werden, dann in der Folge erstmal die Anleiherenditen fallen, wohl weil da manche gedacht haben, naja, hätte noch höher ausfallen können, die Zahl als die plus 7,0%, und weil eben die Investoren massiv short sind in den Anleihen, sie spekulieren also auf weiter fallende Anleihekurse bei gleichzeitig weiter steigenden Renditen, und das erwischt die dann irgendwie auf dem falschen Fuß, also sinken die Renditen, und das ist das Signal für den US-Aktienmarkt, vor allem für den Nasdaq, nach oben zu gehen. Aber wie nachhaltig ist die Party? Sind die Daten wirklich das, was das Team Transitory wieder mal behauptet, dass ich ja letztendlich im gesamten Jahr 2021 so massiv geirrt hat? Sind die schon der Peak? Ist das der Hochpunkt? Wahrscheinlich nein. Und warum, will ich Ihnen in diesem Video zeigen und damit klar machen, dass vielleicht diese Party, ist vielleicht zu viel gesagt, aber diese freundliche Tendenz zumindest in Frage steht, kann durchaus weitergehen. Diese Rallye, die wir ja seit Montagnachmittag sehen, aber das wird ein schwerer Ritt die nächsten Wochen, davon bin ich überzeugt. Zunächst mal sehen wir die Bedeutung dieser Inflationszahlen auch in der Politik. Präsident Biden hat da ein Statement rausgegeben, in dem er eben auch so ein bisschen dieses Team Transitory ein Sprachrohr gibt. Das ist politisch natürlich für ihn sehr wichtig zu zeigen, Mensch, ich tue was gegen die Inflation. Und so schreibt er hier zum Beispiel, ich mache jeden Tag, ist mein Hauptanliegen, hier gegen die steigenden Preise zu agieren und eine gute Wirtschaft zu erzielen. Also man sieht, wie stark dieses Thema nicht nur im Fokus der Aktienmärkte oder der Anleihenmärkte ist, der Finanzmärkte ist, sondern eben wie stark das die politische Agenda beeinflusst. Wir hatten jetzt diese 7,0%, die Zahl war zum Vormonat höher als erwartet, auch die Kernrate, also Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel, höher als erwartet. Und insgesamt sehen wir jetzt, dass wir natürlich jetzt faktisch einen negativen Realzins von 7% haben. Das ist jetzt eigentlich eine Situation, die wir nicht mal in den 1970er Jahren hatten, wie Jim Reed von der Deutschen Bank sagt. Also es zeigt, wie krass die Fed hinter der Kurve ist. Realzinsen von minus 7%, eine Inflation von 7%, wo ist der Zins bei 0%? Und die Fed wird sogar bis März noch Liquidität nochmal in die Märkte schmeißen, und die Märkte denken sich, naja, wir sind mal wie eine Katze, solange Futter kommt, da fressen wir halt, und wenn das Futter dann irgendwann aufhört, dann müssen wir halt gucken, wo wir bleiben. Also schauen wir mal, wie diese ganze Geschichte weitergeht. Hier sehen wir mal diese 7,0 im historischen Kontext, gab es zuletzt 1982. Und insgesamt sehen wir nur 2 Jahre in der Geschichte, in der die Inflation in den USA zum Vorjahr so stark gestiegen ist wie derzeit, nämlich 1951 und 1974. In Reaktion auf diese Zahlen hat zum Beispiel jetzt auch Manchin, dieser eher auf dem rechten Flügel befindliche US-Demokrat, gesagt, ja, also jetzt wisst ihr, warum ich so Bauchschmerzen habe mit diesem Build Back Better Programm, weil das eben diese Inflation noch weiter schüren würde, und die Inflation liegt bei 7,0%, obwohl Energie runtergegangen ist mit minus 0,4%. Also von der Energieseite kam ein kleiner Befreiungsschlag, könnte man sagen. Aber schauen Sie sich mal den Ölpreis an heute, wie WTI-Öl wieder über 83 oder im Bereich von 83. Also die Ölpreise sind wieder sehr, sehr hoch. Die Benzinpreise sind hoch in den USA. Energie wird also wieder ein Faktor werden. Und wir sehen, wie Stalingrad und Pursky hier richtigerweise gesagt, ja, also diejenigen, die im Team Transitory sind, die wollen uns jetzt erzählen, dass dann die Inflation runtergeht, obwohl die Fed bis März eben nicht die Geldpolitik in irgendeiner Form straffen wird. Mal gucken, ob das wirklich so kommt. Jedenfalls sehen wir, dass die Average Hourly Earnings, um 2,4% gestiegen sind, die Weekly Earnings um minus 2,3% gefallen sind. Also die Löhne minus Inflation, das heißt nichts anderes, als dass die Menschen Kaufkraftverluste haben in den USA, und Kaufkraftverlust heißt schlechte Stimmung, und das sehen wir nicht zufällig eben
Jetzt, das wollte ich, glaube ich, hier erst zeigen, diese Grafik, das sehen wir nicht zufällig eben in den Verbraucherstimmungsindizes. Da gibt es ja einen vom Conference Board und einen von der Uni Michigan. Hier sehen wir, wie der S&P weiter nach oben geht, aber die Verbraucherstimmung stürzt geradezu ab, eben weil der Konsument in einer Art Rezession ist. Der erlebt, dass die Dinge nicht gut für ihn laufen, weil eben die Inflation schneller steigt als die Löhne. In den letzten 6 Monaten daher das Verbrauchervertrauen absolut eingebrochen und die Löhne, die sind zwar durchaus gestiegen, über 4%, aber eben nicht die Inflation. Und diese Grafik von Jeff Gundlach, dem Bond King, hatte ich heute Morgen schon gezeigt, die klar macht, normalerweise sind die Anstiege der Löhne relativ kongruent mit den Leitzinsen in den USA. Seit der Finanzkrise ist das alles nicht mehr der Fall. Und vor allem, was belastet und was ein Riesenfaktor in der Inflationsberechnung ist, ist Shelter Inflation. Also praktisch Mieten, wenn man so will, ist jetzt 4,1% gestiegen nach Berechnung des Bureau of Labor Statistics. Aber faktisch ist die Inflation deutlich höher, denn diese Mieten sind deutlich stärker gestiegen als diese 4,1%, die jetzt für die Berechnung herangezogen worden sind. Wir sehen bei vielen amerikanischen Instituten, die Mietpreisentwicklung berechnen, Anstiege von 12%, 13%, 14%. Das heißt, hier müssen die Daten noch faktisch aktualisiert werden, könnte man sagen, adjustiert werden. Da muss dieser Mietpreiseinstieg faktisch noch mit reinkommen. Dementsprechend ist die Inflation faktisch wahrscheinlich die wirkliche Inflation, wenn eben Shelter hier wirklich richtig berechnet würde, deutlich höher als diese 7%. Insgesamt im Vergleich, im Weltvergleich mal, wie schaut es denn aus mit den globalen Inflationsraten? Da ist die USA sozusagen fast auf einem Champions League Platz, auf jeden Fall ziemlich weit vorne in der Tabelle. Nur Mexiko, Russland, Polen, Brasilien, Türkei, Argentinien und Venezuela sind vorne. Wenn wir uns jetzt mal die Realzinsen anschauen, also die Leitzinsen minus Inflation, da haben wir die Türkei am negativsten, minus 22%, dann kommt Argentinien und dann kommt schon die USA mit minus 6,9%. Also das ist sicherlich eine Kategorie, in der die Amerikaner nicht gerne ganz oben in der Tabelle wären. Sie sind es aber, weil die Fed zu lange zugeschaut hat und jetzt schneller bremsen will. Das ist heute einmal mehr klar geworden, nicht nur durch Jerome Powell gestern, sondern auch heute durch Loretta Mester, die bisher die einzige war aus der Fed, die sich zu diesen Inflationszahlen geäußert hat. Und dann sagt sie also, März-Zinsanhebung ist es sehr wahrscheinlich. Wir sollten jetzt Aktionen tätigen, um die Inflation zu bekämpfen. Wir haben alle Möglichkeiten oder man sollte da keine Möglichkeit ausschließen, auch in Sachen Bilanzreduzierung, hat sie interessanterweise gesagt. Und es ist eben so, dass wir jetzt diese akkommodierende Geldpolitik beenden müssen, ein bisschen spät. Wir sehen das selbst im Niedriglohnsektor, den ich gestern schon mal angesprochen hatte, inzwischen nicht nur in Deutschland höhere Löhne gezahlt werden, sondern vor allem auch in den USA. $30 pro Stunde ist hier keine Seltenheit, so ein Bericht im Wall Street Journal, etwa für Barleute, für Kellner etc. Und selbst dann haben die Unternehmen, haben die Restaurants, haben die Gaststätten noch Probleme, Leute zu finden, also diese Jobs zu besetzen. Einfach schon deswegen, weil eben in Corona-Zeiten viele gesagt haben, also Gastro, das hat für mich keine Zukunft. Jedes Mal diese Einschränkungen, jedes Mal Schließungen, das will ich nicht länger machen. Und wir sehen also nicht nur im Restaurantbereich oder im Gastgewerbe eben einen steigenden Lohndruck, auch durch sehr geringe Immigration in den USA, und wir sehen, dass durch Corona jetzt diese ganze Geschichte nochmal verstärkt wird, auch diese Lieferengpässe verstärkt werden, etwa an den Häfen Los Angeles und Long Beach, also an der Westküste der USA, sind etwa 10% der dortigen Arbeiter nicht in der Lage zu arbeiten, weil sie in Quarantäne sind wegen Corona. Das also wird diese ganzen Lieferengpässe nochmal verstetigen, nochmal sogar verschlimmern. Das heißt, das wird dann letztendlich auch wieder inflationär wirken. Und der Worst Case wäre, wenn China so weitermacht, wie es bis jetzt angefangen hat, nämlich indem es diese Null-Covid-Politik weiter verfolgt, weitere Bereiche schließt. So ist etwa Tianjin, zweitwichtigster Hafen der Welt, schon teilweise stillgelegt. Das werden wir dann wahrscheinlich in einigen Wochen richtig merken, wenn dann eben wieder bestimmte Produkte nicht kommen. Heute
im Hamburger Abendblatt, dem Weltblatt, das praktisch hier einen Bericht von IKEA bringt, wo die Leute durch IKEA gehen oder in verschiedene Filialen von IKEA in Hamburg laufen und feststellen müssen, dass nicht nur die Preise massiv angestiegen sind, sondern praktisch die Regale teilweise leer sind. Das ist etwas, was wir jetzt dann bald auch in anderen Bereichen wahrscheinlich feststellen werden, weil sich die Lieferengpässe eher verschlimmern werden durch die Lage in China. Und jetzt haben wir dann noch dieses wunderbare Energiethema. Wir haben jetzt einen massiven Anstieg der Natural Gas Preise heute wieder, also Erdgaspreise. Und jetzt kommt noch oben drauf, dass die Amerikaner, die Europäer drängen, sanktioniert bitte Russland. Und Javier Blas, der maßgebliche Energieexperte bei Bloomberg, sagt, also ich sehe überhaupt keinen Weg, wie das, wenn das wirklich passiert, nicht zu Blackouts, also zu Ausfällen, zu Stromausfällen in Europa führen sollte. Also da sind die Amerikaner natürlich ganz uneigennützig. Ihr könnt ja mal die Russen, gell, sanktionieren. Die Rechnung bezahlt ja ihr, nicht wir, gell. Die Amerikaner sagen aber nein, das wird natürlich nicht die europäische Energieversorgung unterbrechen. Nein, ganz sicher nicht, gell. Also wir müssen den Amerikanern einfach nur glauben. Und hier sehen wir schon in Sachen Energie, in Sachen Rohstoffe, was da heute wieder passiert ist. Crude Oil, wie gesagt, im Bereich 83 2% gestiegen nach deutlich geringeren Lagerbeständen in den USA. Natural Gas 11% gestiegen, Gold ein bisschen gestiegen, Kupfer gestiegen über 3% und vor allem Aluminium jetzt über $3,000 pro Tonne, weil eben viele Aluminiumproduzenten ihre Produktion runterfahren aufgrund der gestiegenen Stromkosten. All das wird Lieferengpässe nach wie vor oder noch weiter verschlechtern. Wird weiter inflationären Druck ausüben. In Sachen Inflation, Bitcoin vielleicht jetzt nicht der optimale Inflationshedge. Hier sehen wir mal, Bitcoin war ja durchaus unter Druck. Jetzt vor einer entscheidenden Situation, wie Sven Hendrik hier zeigt, hat die gebrochene Nackenlinie jetzt angelaufen. Geht es darüber, wäre das auch ein Signal für die Aktienmärkte, dass noch weiter was nach oben geht. Wir werden sehen, ob das passiert. Und eigentlich müssten sich ja junge Anleger wünschen, dass sie nochmal günstig an irgendwelche Assets kommen. Die Alten sitzen auf diesen Assets oder die älteren Menschen, die sitzen wahrscheinlich auf Gewinnen der letzten Jahre und sagen sich, ist doch alles schick, aber was machen die Jungen? Die müssen sich jetzt bei sehr hohen Preisen da einkaufen und hoffen, dass die Party weitergeht. Für die wäre es vielleicht gar keine so schlechte Sache, wenn mal ein Crash kommen würde. Hier ein Artikel, den wir in Bezug auch auf ein Video von Gerd Kommer geschrieben haben, der eben sagt, ja, also gerade für junge Anleger wäre es doch super, wenn wir mal einen Crash erleben würden, dann hätten die jüngere Generation auch die Chance, mal vielleicht Vermögenspreisaufbau zu betreiben, indem eben man günstiger einsteigt und dann teurer verkauft. Derzeit scheint mir das kaum möglich, zumal die Midterm-Elections anstehen, das sorgt für Unruhe. Und eben die Fed jetzt ernst machen wird. Die Aktienmärkte sagen sich, okay, solange es zu fressen gibt, solange Liquidität da ist, wollen wir mal gucken, wie lange wir das Spiel treiben können. Aber mal schauen, wie dann morgen auch die Anleiherenditen reagieren, die, wie gesagt, fast jedes Mal an dem Tag, an dem Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht werden, runtergehen. Morgen kann das anders sein. Wir werden sehen. Ich empfehle diesen Artikel und sage Ihnen jetzt Servus und Ciao.